Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Auf unserer kleinen Insel an einem sonnigen Abend. Es wird langsam dunkel, wir können bald ins Bett gehen. Und ja, nach unserer kleinen Auseinandersetzung mit unserem ersten Bossgegner habe ich beschlossen, dass es doch, glaube ich, Zeit wird, mal wieder ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Mal wieder ein bisschen rumzufahren. Ich meine, wir wissen nicht, was da draußen noch so alles ist. Lasst uns doch einfach mal ein bisschen durch die Gegend schippern. Und gucken, was wir so finden. Habe ich mir so überlegt. Ich nehme schon mal meinen Speer mit. Das habe ich jetzt alles dabei. Die müssen wir auf jeden Fall hier lassen. Machete, Taschenlampe, Speer, Kisten lasse ich jetzt hier. Wir finden mit Sicherheit neue unterwegs. Was ich mitnehmen möchte... Ach nee, warte mal. Eine Kiste würde ich vielleicht doch mitnehmen wollen. Oh, wie gut das funktioniert hat. Also eine Kiste nehmen wir jetzt doch mit. Weil ich mich die letzten Male bei den Schiffswracks immer geärgert habe, dass ich Folgendes nie mit hatte. Das hier. Wir nehmen mal 4 von diesen Taucherflaschen mit. Damit ich im Zweifelsfall unter Wasser atmen kann. Oder wir nehmen ruhig beide Stacks mit. Ich meine, hier auf der Insel brauche ich sie ja eigentlich nicht. Also ruhig beide Stacks da rein. Die Kiste nehmen wir mit. Die können wir dann auch wieder voll looten. Das Licht geht an. Das heißt, es dürfte jetzt zum Schlafen spät genug sein. Was ich im Übrigen auch mal echt lustig finde, dass du wirklich nur zu festgelegten Zeiten pennen kannst. Oh, ist doch dunkel. 6 Uhr ist es gleich. Sollte also... Ja, wird so langsam auch hell. So, wie geht's uns? Wir haben ein bisschen Dürstchen, wir haben ein bisschen Hüngerchen. Heute gibt's nochmal Grabbe. Ach ja, und was ich natürlich noch mitnehmen sollte auf meine Bootstour. Mal 2 von den Notfalldosen hier. Messer, Messer, Messer. Messer. Wo habe ich mein Messer hingelegt? Ich meine, gut, hier kann ich schon mal 3 Krebse rausnehmen. Ach, da liegt's. Jetzt habe ich's gesehen. So. Machen wir erstmal ein Feuerchen an. So, dann schmeißt er die Krabben wieder quer durch die Gegend hier. Und meckert erstmal eine Runde. Bisschen übertrieben, als wenn das so spritzt, wenn du eine Krabbe aufschneidest. Das glaube ich nicht. Tja, ist halt kein Luxus hier mit Edeka, ne? Hier müssen wir die Tiere noch selber aufmachen. Noch selber filetieren, die wir getötet haben. Dann können wir jetzt schon mal was trinken, während das Fleisch da oben rutzelt. Nehmen wir mal ruhig den ganzen. Jetzt sind wir nämlich wieder voll. Halt, ich hatte hier 2 Leashes vorgeschmissen. Ach, ich sag mal Leashes. Früher hießen die halt so. Das sind ja jetzt faserige Blätter. So, zack, zack, zack. Die legen wir mal da drunter. Habt ihr hier 50 Millionen Speere? Könnten ganzes Dorf bewaffnen. So, das Krabbenfleisch ist fertig. Wie sieht es eigentlich mit unserem Leveln überhaupt aus? Wir sind bei der Jagd jetzt inzwischen bei 4 von 7. Kochen sind wir fast 5 von 7. Sammeln sind wir fast voll. Also ich sag mal Fitness 2, 4, 5. Ja, fast 6 von 7. Und Crafting sind wir auch im letzten Block, also in 7 von 7. Heißt erstmal im Klartext, dass wir eigentlich bald alle möglichen Levels voll haben. Ja, ich muss in der Nähe des Ofens bleiben, ne? Der Superhai lässt sich momentan auch irgendwie nicht so richtig blicken, ne? Die ist fertig, die ist fertig und die ist fertig. Mal schön Krabbe essen. Und, wie geht's mir?
Alter. Hallo. Jo, mir geht's gut. So, Holz sparen, Feuer aus und dann kann's eigentlich losgehen. Ab auf unser Schiff. Wir haben jetzt alles. Gleich, wenn wir auf See sind, gucken wir auch, wo wir hinfahren. Ich habe noch überhaupt gar keinen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Null Plan. Und der beste Plan ist ja eigentlich auch grundsätzlich immer, dass es keinen Plan gibt. Also Anker rein, rausschwimmen, Boot drehen, hoffen, dass mir der Superhai da hinten gleich nicht in den Hintern beißt. Ey, Floß, kommst du mit? Ich höre hier auch schon wieder irgendwas schwimmen. Vor allem ab hier könnten sie, ne? Hier ist es tief genug, ab hier könnten sie mich mal beißen. Ich habe mir eigentlich echt die falsche Buchtseite ausgesucht hier. Weil das Problem ist, dass das Floß immer direkt in eine Richtung getrieben wird. Und ich irgendwie das Ding zu weit weggebaut habe hier, dieses Segel. Ich kann das irgendwie von hier, ich hätte es hier hinstellen sollen, dass ich es anwählen kann. So, wo wollen wir hin? Jetzt fahren wir gerade in die Richtung. Sollen wir einfach mal nach oben fahren erstmal? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal nach oben. Gucken einfach mal, was kommt. Einfach mal so in diese Richtung, an der Insel da vorbei, würde ich sagen. Wo ist der Gigahai? Der ist weg. Ja, der ist auch groß, ich weiß, aber das ist nicht der Gigahai. Ihr wisst, welchen ich meine. Das Problem mit des Modders, der da seine irgendwelche Größen da kompensieren musste. Mit diesem Hai. Wir sehen auch diese gemoddeten Inseln von Weitem alle gleich aus. Im Übrigen fahre ich irgendwie völlig falsche Richtung gerade, ne? Ich habe gerade einen Tag mehr überlebt. 24 inzwischen. Die Insel. Ich muss auf die Insel zufahren, ne? Ich meine, drauf gewesen sind wir schon, aber wir müssen dran vorbei. Ach, das ist diese Buchtinsel, ne? Wo ich plötzlich unter der Insel war, glaube ich. Die ist das. Auf der daneben waren wir auch schon, meine ich. Das ist das nicht unsere Looterinsel? Ach nee, die war unten, glaube ich. Es ist so ruhig, kein Hai, nix. Schon fast ein bisschen unheimlich. So, an der Insel müssen wir praktisch vorbei. Die da vorne dürften wir theoretisch schon nicht kennen. Ich würde auch sagen, lasst uns gleich Kurs halten. Ist das erste neue Eiland, das wir entdecken? Ach ja, die Insel auch, ne? Da mit diesem Schiffswrack da hinten. Ja, da waren wir auch schon. Klar ist natürlich, je weiter wir jetzt fahren, um neue Inseln zu entdecken, desto länger sind natürlich auch die Rückwege wieder, ne? Aber da draußen verstecken sich, glaube ich, noch zwei oder zwei oder drei Bossgegner. Und das Endgame. Das mysteriöse Endgame.
müsste sich halt auch noch irgendwo befinden. Ja, dass die Texturen so schittig aussehen gerade, das liegt daran, dass die Inseln ja normalerweise voll klein sind. Wie gesagt, das sind gemoddete Inseln. Und er lädt, glaube ich, die Inseln erst richtig rein, die Texturen, wenn wir in das Biom kommen, glaube ich, ne? So wie jetzt. Dann fängt er, glaube ich, erst an, da irgendwas zu rendern. Nur die Inseln sind einfach zu groß. Und wie gesagt, ich werde irgendwann Stranded Deep nochmal spielen. Und dann werden wir es mit den Standardeinstellungen spielen. Ohne Mods, ohne irgendwas. Mit den Standardinseln ganz so, wie es sein soll. Da hinten waren wir auch noch nicht auf diesem komischen Felsenklotz. Wir kommen jetzt in neue Gewässer, Leute. Angeblich ist rechts auch schon wieder was von mir. Warte mal, rechts soll schon wieder was von mir sein, da ist nichts. Doch, da vorne, warte mal, ich erkenne da was. Da ist was. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich halte mal den Cursor drauf. Genau da hinten ist irgendwie ein Pixel. Wow, voll der Seegang hier. Oder habe ich mich da gerade nur verguckt? Aber man kann das Meer mal ein bisschen ruhiger werden jetzt. Doch, da. Jetzt sehe ich es wieder. Da ist was am Horizont. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Irgendwas ist da. Was ist das? Ist das auf Kurs? Warte mal. Doch, da ist auch wirklich was verzeichnet. Da hinten ist übrigens eine Insel mit ganz vielen Hütten. Da ganz in der Ferne. Da sind ganz viele von diesen Häusern drauf. Also wie gesagt, ich kenne die Mod-Inseln eigentlich gar nicht. Ne? Ich kenne die Castaway-Insel aus dem ersten Speicherstand noch. Aber alle anderen Inseln waren mir jetzt mehr oder weniger fremd sogar. Die Insel da hinten sieht voll interessant aus. Sieht aus wie ein riesiges Schiffswrack. Wow, es wird stürmisch. Ja, es wird stürmisch. Und die Haie kommen raus. War ja klar. Und doch, da vorne ist was. Warte mal. Was ist? Jetzt sag mir nicht, das ist einfach nur ein Schiffswrack, was neben der Insel da ist. Was aber einfach schon vorher reingespawnt ist. Ist das ein Schiff? Da hinten ist ein Schiff. Also, kein Wrack. Ich glaube, da ist wirklich eins, das schwimmt. Ich erkenne es halt nicht richtig. Jetzt muss es ja auch anfangen zu stürmen. Toll, jetzt werde ich auch noch nass. Und wie du übrigens in Real Life mit so einem Ding das hier niemals überleben würdest, wenn hier so ein Sturm losbricht. Niemals. Man kann sich das immer schlecht vorstellen, aber Wasser kann eine ziemliche Gewalt entwickeln. Solche Wellen wie die, die jetzt auf mich zukommen, da würden wir nicht einfach so drüber fahren. Die würden auch dieses billig zusammengebaute Teil hier einfach mal auseinanderfetzen. Und der Hai, der gerade um uns rumschwimmt, wird sich freuen. Das ist echt ein Schiff. Ich rall's nicht. Da ist echt ein Schiff im Wasser. Da schwimmt ein Schiff. Nein, das ist eine... Ist das eine Rettungsinsel? Jau. Da schwimmt einfach mal ein Raft im Wasser. Luska der Große. Anker. Danke. Das ist auch irgendwie kein Raft. Das Ding sieht aus, als aus Eisenwehr. Ich traue mich halt eigentlich nicht rein. Ich tue es für euch, ne? Ich habe ihn noch nicht getriggert, glaube ich.
das ist übrigens eine Boje, die auf dem Kopf schwimmt. Nee. Nee, weg hier. Hatte ich nicht noch irgendwie letzte Folge gesagt, was für große Seemonster kennt man noch so? Riesenkrake? Ja, nee. Jetzt darf ich aussteigen. Jetzt trigger ich ihn auch bestimmt, ne? Ich hoffe es jetzt mal nicht. Das Problem ist, es gibt ja keine Kampfmusik. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ist das einfach mein gottverdammter Riesenkalmar. Boah, ich will gar nicht wissen, was der an Moves drauf hat. Mit seinen Armen, der fischt uns doch einfach vom Floß. Und wer sich so ein bisschen mit den Tierchen auskennt, weiß, mit was die fressen. Also, das muss ja ein riesiger Papageienschnabel sein, den der da drunter hat. Aber wir müssen ihm uns irgendwas stellen. Naja, wenigstens ist es keine Schlange, ne? Die hatten wir ja schon. Boah, Alter, wie dieser Wellengang gerade abgeht hier. Donnerlittchen. Ich habe mich jetzt erstmal beschlossen, oder ich habe jetzt erstmal beschlossen, wir erkunden jetzt einfach aber erstmal eine Insel. Wir hatten gerade in der letzten Folge einen Bosskampf. Ich brauche jetzt nicht direkt den zweiten, ich bin da ganz ehrlich. Wir gucken uns jetzt einfach mal so ein paar Inseln an, da diesen Seestern, wo wir jetzt hinfahren. Dann gehen wir einfach mal die Insel nach hinten ab. Also um diesen Seestern herum. Während das Wetter hier noch weiter einen auf Weltuntergang macht. Ja gut, sieht jetzt irgendwie gerade nicht so beeindruckend aus, ne? Ist halt ein großer Baum in der Mitte. Da liegt auf jeden Fall schon irgendwelcher Kram am Strand. Ich hänge. Irgendwo hänge ich gerade. Komm, Welle, befrei mich. Danke. Ja, befrei mich, damit ich auf den Strand auflaufe. Super. Ist aber gerade kein Hai im Wasser. So, einmal nach Seesternen gucken. Und dann sind wir auch schon da. Also ist jetzt weniger looten, ne? Ist jetzt wirklich nur so ein bisschen umgucken hier. Ich wüsste jetzt halt gerade auch nicht, was ich wirklich außer Essen und so mitnehmen sollte. Weil ich muss den Kram ja auch noch irgendwo zwischenspeichern. Wir können vielleicht ein paar Krebse mitnehmen, was zu essen mitnehmen. Wow, was ist jetzt los? Jetzt geht meine Steambar auf hier. Alter. Ein riesiges Schwein will mich killen. Der Krebs auch noch. Oh, weißt du was? Kumpel, komm her, du. Du wirst gegessen. So, und jetzt zu dir. Wie geht's mir? Oh, es geht. Komm mal her, du olle Wildsau. Ah, komm mal her. Morgen gibt's Wildschwein. Was hat das für komische epileptische Anfälle hier? Aua! Ach so, das ist Taktik. Na, wer von uns beiden teilt besser aus? Du oder ich? Wer stirbt zuerst? Ich glaube, ich. Ich geh lieber zum Hai. Mir reicht's. Boah, Alter, ich bin gleich tot, ey. Oh, er ist...
ist im Übrigen... Aua. Gerade da. Ich will nicht. Ich will hier weg. Lauf doch. Lauf, Forest. Lauf. Eine Schlange. Das wird immer besser. Ist die immer noch hinter mir? Nö. Boah, Alter. Ist im Übrigen gleich schon wieder Pennzeit hier. Ich glaube, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir bauen uns hier erstmal ein Shelter. Ne, erstmal ankommen. Von der Flora und Fauna wurden wir ja gerade begrüßt. Sehr freundlich, muss ich sagen. Die Sau hatte uns echt zum Aufspießen lieb. Und ich fange hier planlos an zu bauen, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie man ein Shelter baut. Warte mal, das waren 3 Stöcker. Ach, wir müssen eine Palme sowieso killen. So ein bisschen weiß ich nicht, ne? Du musst jedes Mal eine Palme töten. Ich will wissen, was die Palmen den Entwicklern getan haben. Was kann eigentlich meine Dingens hier noch? Och, das geht noch. Können wir noch ein paar Shelter mitbauen? Da läuft doch schon wieder irgendwas. Nee, doch nicht. Ich dachte erst, da rennt schon wieder irgendwas. Eins, zwei, drei, vier Palmenwedel und ein Seil noch. Eins, zwei, drei und da ist die Nummer 4. Ach, es waren glaube ich nur 3, ne? Weil jetzt habe ich wieder einen im Inventar. Nee, doch nicht. Ich steige manchmal durch das Bausystem hier nicht durch. Hier so zwischen die Palmen. So, was zu essen haben wir, Theo? Red. Ich habe mein Messer mitgenommen. Ich hält. Ich habe echt das Messer mitgenommen. Obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. So, wir können jetzt jeden Augenblick schlafen. Sonnenuntergang genießen brauchen wir auch nicht. Die geht da hinten unter. Aber solange es mir gerade nicht ganz so tolle geht, bleibe ich erstmal lieber hier. Ich speichere auch einmal. Allein schon, weil wir diesen Luskar gefunden haben, diesen Superkraken da. Es ist gleich 6 Uhr. Wir haben auf jeden Fall derbe Hunger. Problem ist, ich muss halt wirklich voll sein, um mich zu regenerieren. Ja, da hinten ist auch ein Wildschwein, aber das ist so ein kleines. Guck sich ein. Da ist eine Höhle. Warte mal. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich nur erkunden. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Haben wir hier Seile, Kram brauchen wir nicht. Eine Fressbox nehmen wir mit. Hier ist nichts von Gebrauch drin. Hier auch nicht. Und wenn das Essen halt am Ende nur reicht, um jeweils von Insel A nach Insel B zu kommen, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich will halt einfach mal gucken, was man so findet, ne? Hier sieht so aus, als wenn da ein Weg hochführt. Warte mal, hier liegt was. Palmwedel. Eine relativ große Spitzhacke. Ich gehe mal hier hoch. Ach, hier guckt mal die ganzen Pflanzen auch. Die sind auch einfach nur riesig. Zumindest was diesen Baum angeht. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass ich hier nicht runtersegel. Was ist das da hinten? Sieht aus wie Mangrovenwald. So die Bäume im Wasser. Aber ich glaube, das hat einfach die Texturen nicht geladen hat. Das
So, jetzt kommen wir hier oben an und dann sitzt da gleich wieder eine Titanoboa. Pass mal auf. Wow, vorsichtig. Oder da oben ist einfach, ja, ja, oder so, da oben ist einfach gar nichts, ne? Das geht natürlich auch. Ach, ich finde die Ausblicke immer schön von hier oben. Weißt du, wenn du auf so einem Berg stehst. Da hinten dieser komische Mangrovenwald. Da unten dieses Schiffswrack, was auch so halb aus dem Wasser schielt. Die riesige Axt, die da unten liegt, und das riesige Steinmesser. Hier ist irgendwie alles so ein bisschen in Übergröße, ne? Aber hier oben ist doch, hier ist auch was. Hier ist noch ein Messer. Was haben wir hier noch? Ja, halt nichts, wo ich jetzt sage, ich muss es mitnehmen oder so. Wenn ich jetzt noch einen Speer gefunden hätte, hätte ich gesagt, okay. Kannst ja machen. Ist das da hinten wirklich Mangroven? Boah, jetzt dachte ich gerade, ich falle hier runter, ey. Sind das Mangroven? Weil, ich sag mal, da fehlt doch Land. Die Bäume stehen doch im Wasser. Ich glaube, da fahre ich jetzt als nächstes mal hin. Ich glaube, das machen wir mal. Aber es ist an sich wirklich schöne Insel hier, aber doch ein bisschen unspektakulär, finde ich. Du kannst halt den Berg hochgehen. Ja, was heißt unspektakulär? Ich weiß, ich wurde gerade von einem Wildschwein verprügelt. Nur ich bin mal gerade halb volle. Ich möchte da eigentlich jetzt nicht hin. Wir umrunden die Insel aber auf jeden Fall einmal. Wir gehen einmal rum. Habe ich gesagt, ich war halb voll? Jetzt bin ich es nicht mehr. Ja, hier müssen wir lang. Da ist das Schiffswrack. Ach, hier heißt es wieder mit dem Haien tauchen, ne? Na, haben wir da Texturfehler gemacht? Ja, ich leuchte das Wasser halt für die, die es immer noch nicht mitgekriegt haben, halt deshalb ab, damit ich die giftigen Seesterne entdecke. Wenn das Wasser halt gerade nicht lichtdurchlässig ist. Durch Schatten oder durch Sturm. Die hier meine ich, die hier. Die gibt es im Übrigen wirklich, ne? Also sie sehen echt unheimlich aus, aber ihr könnt sie googeln. Die Viecher gibt es wirklich. Und die Viecher sind auch wirklich giftig. Also wenn du da reintrittst, hast du theoretisch gewonnen. Wie ich es hasse, diese Schlange ist schon wieder direkt neben mir. Aber wo? Im Wasser kann die nicht sein. Ach, da! Stirb! Noch eine. Hier, komm her. Nee, lauf nicht weg, Mädel. Oh. Das war jetzt that not so good. Wehe, du beißt mich, ich schwör's dir. Wir müssen übrigens immer noch auf die eine Insel zurückkehren und diese Schlange töten, die mich gebissen hat. Bevor ich dieses Spiel beende, fahre ich auf diese Insel. Ich schwör's euch. Mit dem Vieh habe ich noch eine private Rechnung offen. Wir sind gleich einmal rum, ne? Ich muss jetzt aufpassen. Ihr könnt... Ja, da sehe ich schon mein Shelter. Hier ist noch eine Höhle. Ich meine nur wegen der Wildsau halt, ne? Ich sammle mal diese Quivavi-Früchte hier ein. Ich glaube, die konnte man ja essen, ne? Die vitalisieren sehr gut, ne? Sorry, ich weiß wirklich nicht, wie man diese Dinger ausspricht. Warte mal. Quava, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Birne in Gelb, ich weiß es nicht. Das ist auch keine Höhle, das ist einfach nur ein Durchgang hier. Gleich beißt mich die nächste Schlange. Ich sehe es schon kommen. War hier jetzt nicht eigentlich irgendwo mein Shelter? Ich bin schon drauf vorbeigelaufen, ne? Ja, wie gesagt, allzu interessant oder Interessantes gab es hier nicht. Man kann von hier hinten übrigens, glaube ich... Nee, das ist nicht... Doch, ist das...
Warte mal, ist das da hinten die Boje, die ich da sehe? Ich müsste, könnte sein, ne? Ja, ich schaue direkt in Richtung von diesem Luska. Ich könnte noch mal in das Schiffwrack da gehen. Ich würde ganz gerne noch als Ausgleich eine von diesen Rationsdosen finden, eigentlich. Hier dürfte mir theoretisch kein Hai zu Leibe rücken können. Ich hoffe, dass das auch so ist. Nope. Meistens oben noch eine Kiste. Jawohl, ja. Jetzt können wir meinetwegen weiter. Die Shelter lasse ich im Übrigen logischerweise stehen, weil falls ich doch nochmal hierhin zurückkomme. Ich muss jetzt halt nochmal gucken, wo war dieser komische Mangrovenwald? Da wollte ich jetzt ja als nächstes in die Speicher nochmal. Geht's mir gerade eigentlich relativ. Ja, ganz gut, ne? Das Problem ist natürlich, ich muss das Floß jetzt umdrehen. Und ich habe eben schon irgendwo eine Haifischflosse gesehen. So, erstmal den Speer außer Hand. War einmal hier umdrehen. Ist natürlich auch nicht so, dass nur die Seesterne giftig sind. Es gibt ja auch Giftschlangen im Wasser. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Also dieses frei hier so rumschwimmen kann tatsächlich relativ gefährlich werden. Ich wette, ich bleib wieder hängen oder auch nicht. Ich fahre jetzt hier einfach mal rum erstmal. Oder wollen wir erst da? Nee. Das sieht von hier hinten aus wie, da hinten sind die Mangroven. Jetzt sehe ich's. Ich höre auch schon wieder diesen Hai. Ach, ey, das ist kein Hai, das ist ein Schwertfisch. Das ist ein Marlin. Die Mangroven sind aber, glaube ich, auch dann so mit eine der letzten Inseln, ne? Wie er voll mega langsam hier jetzt gerade die Texturen erst reinlädt. Ach. Und auch das blöde Wrack hier nicht reingeladen hat. Ach, Mann. Ich war doch gerade auf der Insel. Wie kann es sein, dass die Texturen schon wieder ausgelagert wurden? Mangroven gleich Krokodile, aber die gibt's im Spiel eigentlich nicht. Außer der Modder hat es geschafft, sie reinzumodden, das weiß ich nicht. Und es ist, glaube ich, gar kein Mangroven, weil ich sehe jetzt nämlich auch plötzlich Sand da hinten. Aber wie gesagt, es wird hier links von mir nichts mehr generiert. Demnach gehe ich mal jetzt einfach davon aus, dass da auch nichts mehr ist. Wir fahren gerade stumpf auf die Insel zu und ich gehe mal davon dann entsprechend halt aus, dass es einfach die letzte ist hier. Deshalb da die Karte einfach zu Ende ist. Obwohl doch, ein paar der Bäume sind im Wasser, ne? Das macht's natürlich jetzt richtig blöd, ne? Wir können jetzt mal hoffen, dass das Wasser nicht tief ist. Obwohl Mangroven eigentlich auch gleich viele, viele Schlangen. Kommt mir auch gleich der Begriff Anaconda in den Sinn. Also auch wieder ein Modder, der vielleicht da irgendwelche Monsterschlangen reingespielt hat. Ich versuche mal so ein bisschen längsseits jetzt ranzugehen an die Bäume. In der Hoffnung, dass das Wasser flach ist wegen der Haie. Obwohl ich mir jetzt halt nicht sicher bin, aber eigentlich sind Mangroven doch Süßwasser, ne? Eigentlich nicht Salzwasser. Sieht auf jeden Fall schon mal echt komisch aus. Aber seicht auf jeden Fall.
Das da hinten sieht aus, als wenn ein Space Shuttle in den, in den Bäumen hängt. Boah, riskieren wir's? Da jetzt rüberschwimmen? Ja, es wird flacher, warte mal. Ich bin jetzt einfach mal mutig. Ja, ist flach. Ich glaube, da hinten ist ein Hai. Ich glaube, kann der uns hier? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn jetzt halt nicht mehr. Jetzt gleich kommt er mit aufgerissenem Maul auf uns zu. Ach, es stürmt schon wieder. Tage jetzt plötzlich verfliegen, ne? Aber bislang, toi toi, keine Krokodile, ne? Obwohl ich sagen muss, die fehlt mir in dem Spiel hier halt einfach auch noch. Es ist aber wirklich so eine Art Mangroveninsel hier, ne? Wie der Sturm einfach mal dafür sorgt, dass das Wasser hier verschwindet. Aber so wirklich was geben tut sie auch nicht, ne? Okay, Schlangen gibt's hier, das habe ich gerade gesehen. Ach, schon wieder eine Schlange und ich sehe sie nicht. Die ist, glaube ich, hinter mir irgendwo. Oder auch nicht. Hab sie gefunden. Die ist voll unübersichtlich. Ehrlich jetzt, die Insel ist echt voll unübersichtlich. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht mal mehr, wo ich geparkt habe. Ach, ich bin schon einmal rum, sehe ich gerade. Mehr gibt's hier also nicht. Ich baue jetzt hier keinen Shelter. Wir gehen jetzt auf unsere Floß zurück. Den Seestern? Nein. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, ob wir doch so ein bisschen da im Tieferen rumschwimmen müssen. Dass wir da... Wow. Jetzt nicht versehentlich... Ich muss mir übrigens angewöhnen, das Segel einzuholen. Oh, ein Stein. So, wir umrunden die Mangroven jetzt einfach mal und fahren wieder zurück. Oder ich umrunde sie nicht, ich verbiege jetzt hier einfach rechts ab. Wieder in Richtung Luska, da wo der Seestern ist. Ich hoffe, ich drehe gerade. Also ein Bossfight haben wir gefunden. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach erstmal. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir den zweiten... Wie viele gibt es eigentlich? Gibt es noch zwei oder noch... Noch drei? Das müsste mir doch das Baummenü verraten. Warte mal, Geschichte. Abaya-Trophäe haben wir. Da gibt es noch Luska und Meg. Meg. Dann ist Meg bestimmt ein Megalodon. Ein Hai.
Das heißt, Luska haben wir gefunden. Da müssten wir jetzt noch einen Mac finden. Und das hört sich ganz nach Megalodon an. Wer mit dem Namen jetzt halt nichts anfangen kann, Megalodon ist praktisch der riesige Urzeithai, den es wirklich gegeben hat. Ist halt nur die Frage, wo der sich versteckt. Da rechts ist Luska. Links, Entschuldigung. Wo ist denn diese Dingensinsel? Tauchte die nicht irgendwann da auf? Nee, da vorne. Ich fahre drauf zu. Glaube ich. Die Insel mit den Millionen Häusern drauf. Richtung der Insel. Warum ist sie noch nicht auf der Karte? Doch, ist sie. Das da links dürfte wieder Luska sein. Ja, das ist wieder die Boje, die übrigens auch leuchtet. Boah, schaut euch mal den Mond an. Dunkel geworden. Ist übrigens schon wieder ziemlich bewölkt da, ne? Boah, guck mal da, was da noch auftaucht. Krieg der Welten, Alter. Das Teil da. Halt immer gucken, da wo ich jetzt hingucke, ist zum Beispiel nichts. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Luska so dicht neben dem anderen Boss ist. Das ist das Schöne an der Kartenmod. Jede Insel, die wir besucht haben, wird markiert. Das heißt, wir decken nach und nach die Karte auf. Boah, das sieht echt krass aus irgendwie da vorne.
sieht echt ein bisschen seltsam aus da, ne? Sieht aus wie eine einzige riesige Hütte. Mit so ein paar Palmen drauf. Und ganz viel Licht am Strand. Sieht irgendwie voll unwirklich aus. Wird schon wieder verfolgt. Sieht aber echt voll komisch aus, ne? Scheint aus Einzelteilen von Schiffen zu bestehen. So, wir schmeißen hier mal den Anker. Ich müsste auch mal ein Shelter bauen. Wir schwimmen jetzt einfach mal an Land. Du bist Abendbrot, du kommst mit. So, ich brauche Palmen für ein Shelter. Da vorne haben wir welche. Die sind halt für zu Hause. Ich laufe im Übrigen schon wieder von alleine. Eine Schlange. Ich habe mich gerade gewundert, was bewegt sich da so komisch. So, ich würde sagen, wir gucken uns die Insel Batarga an, ne? Aber das ist ja bei diesen Survival-Games auch immer das Schöne. Wenn du anfangen kannst, irgendwann einfach die Spielwelt zu erkunden. Hier und da einfach mal stehen bleibst und die Aussicht genießt. Und diese meist auch häufig recht wundersamen Orte erkundest. Drei, jetzt brauchen wir noch... Was war das nochmal? Viermal die Dinger hier, ne? Für ein Seil. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht ein Seil drin liegt. Ups. Eine wird mir noch fehlen. Halt nur eine Stelle finden, wo ich... Warte mal, hier geht's, glaube ich. Da können wir Shelter hinstellen. Sollte für den Tag erstmal reichen. Ach, warte mal. Ja, toll. Ich ja gerade den Krebs hier noch einschmeißen. So. Ja, gucken wir uns mal um, ne? Alter, ist das richtig... Oh, ist das schwer. Hier komme ich nicht hoch. Aber hier scheint es weiter zu gehen. Von Wrack zu Wrack. Einsam hier irgendwie. Ich finde, die Insel wirkt von allen am einsamsten. Irgendwie, weil du hier so viel Bauwerk hast, aber einfach niemand da ist, ne?
Boah, ich finde hier nachher bestimmt nicht wieder runter. Da komme ich nicht hoch, ne? Nee, auch von der anderen Seite glaube ich nicht. Wenn ich vorstelle. Wenn ich hier jetzt nicht rüberspringen kann, ne, dann war's das. Ich hab mir die Haxen gebrochen. Die Selbstverstümmelung bin ich echt top, merke ich gerade. So. Ich brauche mal zwei Stöckchen. Ich bräuchte da mal eine Schiene. Wie macht man die? Ja, das war Verbrauchsgegenstände, war ich verkehrt. Zwei Seile brauche ich dafür noch. Hier war doch eben, habe ich dich irgendwo einen Jucker gesehen? Warte mal. Könnt ihr jetzt schwören, dass ich hier eben einen Jucker habe irgendwo stehen sehen? Problem ist, wenn mir die Knochen gebrochen sind, ist das hier. Ich bin bewegungstechnisch voll eingeschränkt. Und ich glaube, Knochenbrüche heilen halt wirklich nicht. Außer du behandelst sie. Na, komm schon. Ich brauche noch zwei von diesen faserigen Blättern. Und ich hatte es noch gesagt, falle ich da runter, breche ich mir alles. Aber war ja auch irgendwie zu erwarten, dass ich da wieder runterfalle. Hab ja auch noch nicht alles mitgenommen in diesem Spiel, was mich umbringen kann. 7, 8. Dann kann ich jetzt zwei Seile machen. Zack, zack. Und dann müsste ich mir jetzt eine Schiene machen können. Jetzt kann ich mich auch wieder normal bewegen und heile auch wieder. Ich bin natürlich unbelehrbar und erkunde weiter. Womit wir jetzt auch schon bei 26 überlebten Tagen sind. Aber so wirklich nochmal da hoch traue ich mich eigentlich nicht, da bin ich ehrlich. Das war hier, ne? Hier sind wir eben hoch. Boah, inzwischen werde ich richtig gut da drin, ne? Nee, ich will da nicht nochmal hoch, ich bin ehrlich. Eigentlich will ich hier jetzt wieder raus. Hey! Ja, ich will mir nochmal die Haxen brechen. Nein, ich will jetzt natürlich weiter. Wir haben eigentlich auch Fresskram, haben wir auch schon genug gefunden. Ich habe schon wieder, komischerweise habe ich jetzt schon wieder zwei davon übrig. Ich weiß nicht warum. Oh, die Kiste ist voll. Jo, die ist wirklich voll. Gut, dann nehmen wir jetzt auch mehr nicht mit. Vielleicht noch ein paar Kisten, wenn wir welche finden. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir schon gewesen sind. Ich hatte hier irgendwo einen Shelter hingestellt. Den suche ich gerade. Ne, den habe ich hier hingestellt irgendwo. Ich weiß. Mann, ich weiß es doch nicht mehr. Wir machen einfach einen neuen auf der nächsten Insel.
es wäre schön, wenn wir das Endgame natürlich auch schon finden, ist aber nicht Voraussetzung. Mir würde es tendenziell schon reichen, wenn wir erstmal den noch übrig gebliebenen Boss finden, auf den wir uns vorbereiten können. Rechts von mir ist auch schon wieder irgendwas. Ach ja, da ist die A Little Bit of Aussichtinsel. Fahren wir die mal an. Aber solange das hier so dicht ist mit den Inseln, vermute ich mal, werden wir nicht auf den nächsten Boss treffen. Obwohl der halt auch schon wieder voll abschüssig ist hier, ne? Und hier halt wieder irgendwie auch... Da hinten sehe ich auch schon wieder eine Insel. Ist halt doch dichter besiedelt, als ich dachte, das Ganze hier. Stelzen hat da kommst du doch gar nicht hoch, oder? Mal gucken, ob er noch mal irgendwo was erkennt, wo wir nichts sehen, weil das ist ja immer so ein Indiz für den nächsten Boss. Ich wette, das dauert jetzt eh so lange, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wer oder was Luska gewesen ist. Was im Wasser. Ah, ist immer noch der Marlin, der uns verfolgt. Da ist halt noch mal was in der Ferne, aber hier irgendwie nicht. So, hier werde ich mal den Anker zu Wasser lassen und dann schauen wir uns mal um. Sind im Übrigen auch mal wieder... Wow. Hi, ich hau ab. Alter, war der dicht dran. Boah, war der dicht an mir dran. Es gibt keine Palmen hier, ne? Doch, da hinten. So, wir sind am Ende der Folge angekommen, wollte ich sagen. Und entsprechend werde ich jetzt hier natürlich wieder einen Shelter bauen. Und dann werden wir hier einmal zwischenspeichern. Und dann geht es in der nächsten Folge Stranded Deep natürlich weiter. So, 3 Stöcker brauchen wir. Wie gesagt, in der nächsten Folge Stranded Deep geht es dann ganz locker weiter mit Inselerkundungen. Und der Hoffnung, dass wir dann auch noch auf den Mac treffen, damit wir dann zurück zu unserer Heimat fahren können, uns vorbereiten können. Und entsprechend gegen den Mac und gegen Luska kämpfen. Und dann heißt es eigentlich das Endgame suchen. Wenn wir das nicht halt schon zufällig finden jetzt auf dem Weg, das weiß ich nicht. Ich muss halt auch immer so ein bisschen auf mein Werkzeug achten. Die Machete hat nur noch eine Haltbarkeit von 48. Den brauche ich nicht. Yuka hatte ich aber gesehen. Da können wir dann... Wollen wir die Machete ausrüsten. Und den so, dann können wir... Zack. 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 Zack.
So, ich speichere an dieser Stelle und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Stranded Deep. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.